sag ich doch. Ich brauche die Züge nicht zu sehen. Ich lese die Signale. Verkehrszeit ist vorbei. Das war echt beeindruckend. Wahnsinn. Ja, ehrlich, danke. Wisst ihr, ich konnte schon von klein an die Signale lesen. Aber mein Vater lässt mich einfach nicht mithelfen. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Dann komm doch mit uns. Wir versuchen, Manuel zu finden. Und ohne dich kriegen wir das nie im Leben hin. Da werden wir überfahren. Überfahren? Nein. Okay, ich komme mit, aber nicht bis zur Endstation. Ich setze euch am letzten Bahnhof davor ab. Dann roll mal los. Es reichte, Manuels Namen zu erwähnen, um jede Freude aus Alinas Herzen zu vertreiben. Aber mein Gefühl sagte mir, dass diese beiden zusammengehörten. Wenn jemand sie auseinanderbringen will, dann doch bestimmt die Schlange. Wir hatten die Endstation erreicht. So, ihr seid angekommen. Alina, vertrau mir. Alle Probleme hier auf eurem Planeten lassen sich lösen, aber bitte komm doch mit uns. Oh, Signalsalat. An der Endstation lässt sich unser Problem bestimmt nicht lösen. Aber wenn ihr da unbedingt hin wollt, dann geht. Aber ich verschwende da sicher nicht meine Zeit. Na gut, dann müssen wir wohl alleine gehen. Ja, das glaube ich auch. Also los. Wir brauchen sie doch gar nicht, kleiner Prinz. Wir finden diesen Manuel auch ohne sie. Und ich bin sicher, er ist nicht so dickköpfig wie Alina. Ja, ja, ich geb's zu. Das ist doch nicht so schwer. Ich hoffe nur, du hast recht. Oh. Sieh mal, wer da ist. Jetzt bin ich sicher, dass wir auf der richtigen Spur sind. Verflixte Kohlenschaufel, was sind denn das für Rußkugeln? Ah! Nicht stehen bleiben, Alina! Fahr einfach weiter! Schneller! Wir holen uns gleich ein! Super, wir haben sie abgehängt. Die sind wir los. Also ich weiß nicht, das sieht dir nicht ähnlich, so schnell aufzugeben. Sag mal, könnten wir nicht wieder ein bisschen langsamer fahren? Oh oh, bremsen geht nicht. Dafür sind wir schon viel zu schnell. Aber nach diesem Tunnel kommt ein Anstieg, dann werden wir langsamer. Chu-chu-chu, die Eisenbahn. Jeder Zug kann wieder fahren. Alles geht jetzt kreuz und quer. Ich glaube, Hannibal ist total durchgedreht. Wir müssen ihn stoppen. Gib auf, es ist zu spät. Er hört nur noch auf mich.